Hallo und herzlich willkommen zu Potion Tycoon. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr dabei seid. Wir haben hier ein Trankbrauspiel, ein Tycoon, um genau zu sein. Wir wollen Geld verdienen mit den selbstgebrauten Tränken und das Ganze mit einer wunderhübschen Grafik, wie ich finde. Das Spiel kommt von Snowhound Games und Daedalic Entertainment. Vielen Dank, mir wurde ein Key kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir schauen jetzt mal rein. Neues Spiel und, naja, da das Ganze ja ein angespielt ist, wisst ihr ja, machen wir natürlich mit Tutorial. Wir werden jetzt hier gefragt von Genius, einem freundlichen Geist. Hey! Tutorial aktivieren, ja. Das Spiel ist zwar auch auf Deutsch, aber das Tutorial gerade merkwürdigerweise gar nicht. Moment mal. Ich stelle das nochmal Englisch und dann nochmal Deutsch. Eigentlich war es schon Hauptmenü. Eigentlich war das Tutorial schon auf Deutsch verfügbar. Ich hatte es nämlich schon angespielt. Nochmal. Ah, es geht doch. So, also hey, du siehst aus wie jemand, der die Trankbranche so richtig aufmischen könnte. Haha, soll ich dir beim Start deiner brandneuen Trankmischerei helfen? Jo, bitteschön. Ich habe direkt gute Nachrichten. Siehst du diesen hübschen kleinen Trankladen? Dank dem neuen Subventionsprogramm des Stadtrats gehört er dir inklusive der Grundausstattung. Nutz das Mausrad zum Zoomen. Wir erst jetzt umschauen. Ja, da können wir uns das Ganze hier mal anschauen. Das ist unser Trankladen. Wir haben hier ein Erdgeschoss, unten den Keller und ja, ist auch schon erstes Stockwerk drauf. Und es lässt sich aber noch erweitern, sehen wir dann noch. Gemacht. Wunderbar. Beeindruckt. Warte, es kommt noch besser. Ein einmaliger, nicht verrechenbarer Zuschuss für alle neuen Trankhändler vom König Höchst selbst. Kein Haken, versprochen. Der Mann liebt einfach Alchemie. Da oben ist der Kontostand. Hier sehen wir Umsätze, Kosten und Gesamt. Und um den Ganzen die Krone aufzusetzen, haben dir die Gilden als Zeichen ihrer Wertschätzung ein Geschenk geschickt. Einen kleinen Vorrat aus einfachen alchemistischen Zutaten. Sieh ihn dir an, indem du mit der Maus über die Palette fährst. So, haben wir hier die Zutaten Fliegenpilz, Tollkirsche und Stinkhorn. Und man kann auch über die Palette unten fahren und kriegt eine Gesamtansicht. Ich zoome mal näher ran, ne? Dann könnt ihr es besser sehen. So, also wie gesagt, wunderbar, haben wir auch gemacht. So, Zutaten werden benötigt, um die Trankprodukte herzustellen, die du später im Laden verkaufst. Um einen neuen Trank herzustellen, brauchst du zuerst ein Produktdesign, das aus einer alchemistischen Rezeptur und einem Behältermodell besteht. Auf der Seite Produkte im Register findest du alle deine Produktdesigns. Sehen wir sie uns an. Ja, gehen wir hier oben auf die Produkte und da ist dann schon ein Trank drin, der Genie Spirits. Überraschung! Für einen möglichst schnellen Start habe ich mir erlaubt, aus den verfügbaren Zutaten einen einfachen Trank zu brauen. Mit einem klingenden Namen. Fahre mit der Maus darüber, um dir im Fenster alle Infos anzusehen. Ja, wir kriegen jede Menge Infos. Das ist ein Trank für Geisterbeschwörung aus der Abteilung Hexerei. Preisspanne Massenware, also nichts Besonderes. Produktion ist im Moment inaktiv und wir haben auch nichts auf Lager. Wirksamkeit steht hier. Behälter, Stufe, dann der Preis, Attraktivität, dann Attribute. Weiß nicht, ob wir die noch uns genauer anschauen können. Tooltip in Tooltip gibt es hier scheinbar nicht. Naja, Attribute, Sonderangebot, mittlerer Bedarf und faulig. Und Rezeptur. Das Ganze wird aus Tollkirschen gemacht, die zerstoßen werden und aus Stinkhorn. Ja, praktisch haben wir alles da. Dann würde ich sagen, nächster Schritt. Zum Brauen brauchen wir eine entsprechende Produktionsanlage. Ein wichtiger Bestandteil ist der Kocher, in dem die Zutaten vermischt werden. Zum Glück haben wir schon einen. Fahr mit der Maus darüber, um das Steuerungsmenü aufzurufen. Jetzt klicke auf Trank wählen und suche meinen Trank in der Liste. Hier können wir klicken. Wir können dem Kocher auch einen eigenen Namen geben. Später haben wir vielleicht verschiedene Kocher und dann wollen wir die leichter finden können, deswegen... Aber dazu kommen wir auch später noch. So, wir wählen einen Trank aus und wir wollen den Genie Spirits hier herstellen. Und ja. Rohe Zutaten sind schön und gut, aber reichen nicht immer aus. In solchen Fällen brauchst du verarbeitete Varianten. Hier siehst du, welche Ausstattung für die jeweils benötigte Verarbeitung erforderlich ist. Noch besitzt du keine Verarbeitungsmaschinen, also kannst du vorerst nur die Bestellung abschließen. Also, wir bräuchten eigentlich einen Mörser, weil wir wollen ja die Tollkirsche zerstoßen. Naja, und dafür brauchen wir halt eben noch... ein Gerät, ein Mörser. Den wollen wir dann gleich nochmal bauen. Ah ja, sehr gut, die Aufgabe wurde weitergegeben. Warten wir ab, wie es läuft. So, jetzt können wir schauen. Denn jetzt läuft hier schon einer unserer Angestellten, ein Novize-Unterstützer.
und hat schon mal Stinkhorn angeliefert. Siehst du die rote Warnung über dem Kocher? Fahre mit der Maus darüber, um herauszufinden, warum die Produktion stockt. Fehlende Zutat. Tollkirsche zerstoßen. Verstoßen wäre auch gut. Der Trank kann nicht ohne die entsprechend verarbeitete Zutat hergestellt werden. Wir brauchen eine passende Verarbeitungsmaschine. Gehe ins Menü Herstellungsgeräte, um eine aufzustellen. Machen wir noch glatt. Zack, Herstellungsgeräte. Da ist der Mörser. Kostet 50 Geld, sage ich jetzt mal dazu. Und den können wir jetzt irgendwo hinstellen. Also wir können natürlich auch neue Räume bauen und so weiter. Wir stellen den jetzt hier unten hin. Da passt er nämlich gut. Wir befinden uns jetzt im Konstruktionsmodus. Hier kannst du Dinge hinzufügen, bewegen und entfernen. Die Veränderungen sind allerdings erst dann gültig, wenn du sie bestätigst. Bestätige jetzt die Order im Dialogfenster und starte damit die Konstruktion. Gut, gemacht. Schön, das Gerät Mörser wurde bestellt. Warte einen Moment, bis alles aufgebaut ist. So, und der Unterstützer, der hat das Ding jetzt hier aufgebaut. Die Maschine ist eingetroffen. Öffne das Kochermenü, finde die Trankorder in der Schlange und rufe das Produktschema auf. Alles klar, Kocher, Trank wählen. So, und hier können wir jetzt aufs Produktschema gehen. Und da sehen wir, jetzt ist der Mörser hier aktiv und alles in Ordnung. Unser Schema hat sich automatisch, genau. Ist dir aufgefallen, dass die rote Warnung auf gelb gesprungen ist? Damit sollte unser Problem gelöst sein. Prüfe die aktualisierte gelbe Kocherwarnung. Ja, fehlende Zutat, aber das kommt jetzt. Oh nein, noch eine rote Warnung. Diesmal betrifft sie das neue Gerät. Prozessor 1. Kleiner Fehler, aber das wird der Mörser sein. Da ist ja jetzt die Meldung. Keine qualifizierte Arbeitskraft verfügbar. Betreiber mit Novize oder höher erforderlich. So. Ich habe ja schon gesagt, wir hatten hier, was haben wir hier? Also hier ist ein Novize-Alchemist und dahinter haben wir, sehen wir jetzt nicht, war ja der Novize-Unterstützer. Also wir haben einen Alchemisten und einen Unterstützer. Novize ist halt der Ausbildungsgrad. Wir brauchen jetzt noch einen Novizen Betreiber. So. Also gehen wir auf Arbeitslos und stellen einen Novizen-Betreiber ein. Ne? Da sehen wir hier, es gibt Novize-Betreiber, Betreiber, Bürokrat, Unterstützer, Alchemist und so weiter. Aber den Betreiber wollen wir haben, den stellen wir ein. Der kostet 8 Geld, Einstellungskosten und 10. Ja, da weiß ich noch nicht genau, was das heißt. Das ist hier oben das Ding, das wird uns gleich noch erklärt. Ausgezeichnet. Damit sollte deine Produktion wieder Schwung kriegen. Stelle mehr Leute ein, wenn es neue Aufgaben gibt. Bald wirst du Angestellte brauchen, die als Alchemisten und Bürokräfte arbeiten. Behalte außerdem deine Magnatpunkte im Auge. Also jetzt wissen wir, das sind die Magnatpunkte. Denn die brauchst du unter anderem, um Leute anzuheuern. Gut. So, zu guter Letzt brauchst du eine Abfüllmaschine, um die fertigen Mixturen adäquat ausstellen zu können. Ich habe eine für dich vorbereitet. Hier ist eine Abfüllmaschine. Wirf einen Blick auf die Abfüllmaschine. Ja, haben wir gemacht. Sehr gut, die Produktionsgrundlagen sind damit geschaffen. Wirst du dein Wissen anwenden und die Produktion abschließen? Achte auf eventuelle Produktionswarnungen und kümmere dich darum, bis dein Produkt im Lager landet. So, stelle deine erste Charge. So, hier sehen wir schon, unser Alchemist ist jetzt hier am Brauen. Wir haben hier die Tollkirsche zerstoßen. Die wurde dann vom Unterstützer hierher gebracht. Alchemist fängt an, das Zeug zu kochen. Also alles wunderbar. Ja, und da schleppt der Unterstützer jetzt auch die Sachen hier zum nächsten Gerät. Hier haben wir jetzt nämlich die Mixtur. Und die muss jetzt abgefüllt werden. Und das macht auch die Alchemistin. Und jetzt wird das Zeug da in die Kiste gepresst. Und dann haben wir gleich die erste Charge auch fertig. So, hier haben wir jetzt wieder eine Warnung, aber das ist nicht schlimm. Alle Arbeitskräfte sind beschäftigt. Heißt halt nur, dass der Alchemist gerade woanders zu tun hat. Das ist nicht schlimm. Fertig, schaut mal, da unten. Er trägt es gerade rüber zum Lager. Schauen wir mal direkt. Da ist er. Genie Spirits, 12 Stück. Aha, eine Kiste mit fertigem Trinken steht im Lager bereit. Klicke auf einen Schrank und wähle den Trank aus, um ihn in den Verkauf zu nehmen. So, hier haben wir so einen Verkaufsschrank. Da verkaufen wir jetzt Genie Spirits. Und der geht direkt hoch und stellt die hier ins Regal, ins Display, wie man so schön sagt. Wunderbar. So, hat sich direkt noch der Ruhmball erhöht. Deine erste Produktabteilung läuft jetzt. Vergrößere sie, indem du weitere Tränke derselben Kategorie herstellst oder eröffne zunächst andere Abteilungen. So oder so, sollten dein Ruhm und deine Verkaufszahlen steigen. Wirf einen Blick auf die Ruhmübersicht, die je eine Produktkategorie anzeigt. Hier siehst du, welche Abteilung du besitzt und wie viele Kunden sie jeweils anlocken. Ja. Hier haben wir die drei Kategorien. Da ist so ein Herz, wahrscheinlich Heiltränke, irgendwie was, keine Ahnung. Hier haben wir so ein Pentagramm und hier haben wir irgendwas mit Bergen. Also Ruhm jeweils geht so. Ne? Hexerei haben wir immerhin schon einen Stern.
So, wir können auch drauf drücken. Ah, Segmenthexerei. Kleine Abteilung, plus 5% Ruhm. Ja, das liegt daran, weil wir jetzt das Display mit den Tränken haben. Gesamtruhm 5%, täglich erwartete Kunden 5, Ruhm bei Primärkunden, Hexen 5%, Zauberer 5%, wunderbar. So, die erste Produktionsabteilung läuft jetzt. Ne, das haben wir schon gelesen, dann können wir jetzt auch weitergehen. Soweit, so gut. Die Produktion läuft, aber um Unterbrechungen zu vermeiden, brauchen wir stetig neue Zutaten. Zum Glück kannst du alles, was du brauchst, direkt vor Ort anpflanzen. Wirf einen Blick ins Register unter Zutaten. Gut gemacht. Im Tab auf Lager findest du alle verfügbaren Zutaten, und zwar sowohl die rohen als auch die verarbeiteten und sowie deren aktuelle Inventarmengen in Fässern. Ja, hier haben wir Fliegenpilz, Stinkhorn und hier die Tollkirsche. Haben wir jetzt übrigens keine mehr, aber wir haben zwei zerstoßene. Gut. Ganz einfach, um eine Zutat selbst zu züchten, brauchst du das passende Saatgut. Zum Glück enthielt deine Starthilfe eine Handvoll. Um herauszufinden, welche Zutatensamen du besitzt, öffne jetzt den Tab Saatgut. Wie du siehst, haben wir dreimal Saatgut. Saatgut wird in speziellen Pflanzengefäßen ausgesät, die du zunächst konstruieren musst. Ja, da ist aber Fliegenpilz gepflanzt, keine Gesamt 1. Also wir haben von jedem Gut ein... sag mal schnell, ein Samen. So, haben wir gemacht. Aber keine Sorge, dank meiner Wenigkeit steht alles Erforderliche schon bereit. Jede Zutatenkategorie benötigt eigene Pflanzengefäße. So brauchst du zum Beispiel Gewächshäuser für Kräuter und Anbaukisten für Pilze. Wähle ein Gefäß aus und klicke dann im jeweiligen Menü auf eine Zutat. Gut, nehmen wir mal hier zuerst das Gewächshaus, Zutat wählen und hier geht jetzt die Tollkirsche rein. Wunderbar, da ist entsprechend schon so ein kleines Gefäß. Weiter geht's. Wir sollen alles Saatgut einpflanzen. Dann machen wir hier jetzt den Stinkhorn. Und hier machen wir die Fliegenpilze. Super. So, sind alle drei gepflanzt, wie wir sehen. Glückwunsch. Damit sollte dein aktueller Zutatenbedarf gedeckt sein. Eine Einheit Saatgut gibt dir immer nur eine einzige Pflanzung her. Gibt immer nur eine einzige Pflanzung her. Wenn du Zutaten in größeren Mengen anbauen willst, brauchst du mehrere Samen. Ziele und VIP-Anfragen versprechen oft Zutatensamen als Belohnung. Besuche Händler, um welche zu kaufen. Lass dir diese Chance nicht entgehen, wenn sie an deine Tür klopfen. Lies, wie du an weiteres Saatgut kommst. Haben wir gemacht. Wo wir gerade bei Zielen sind. Jedes aktive Ziel hat eine Zielübersicht, damit du immer weißt, was du zu tun hast, um es zu erreichen. Fahre mit der Maus darüber, um Anforderungen und Belohnungen zu sehen. So, hier haben wir ein Ziel, neue Märkte. Mehr Produkte bedeuten auch mehr Auswahl, was wiederum mehr Kunden anlockt, die mehr Geld ausgeben. Kreiere einen neuen Trank und biete ihn zum Verkauf an. So, dann haben wir die Anforderungen nochmal aufgelistet. Kein Problem, da kriegen wir auch Geld für 100 Geld. Und naja, so langsam sinkt unser Geld, von daher wäre es vielleicht mal gut, das dann auch anzugehen. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Mit nur einem Trank ist deine Erfolgschance klein, denn jeder Kunde hat andere Bedürfnisse. Was meinst du, wird mehr Leute anlocken? Genau, eine größere Produktauswahl. Dein nächstes Ziel besteht also darin, einen neuen Trank herzustellen. So, ich helfe dir. Das ist nett. So, wenn du nicht weiter weißt, wirf einen Blick auf den Infomodus. Klicke auf Fragezeichen, dann schalte den Infomodus ein. Okay, machen wir mal. Ja, alles klar. Kriegen wir zu allen Dingen Infos. Das ist sehr schön. Schalte den Infomodus aus. So. Also dann, brauchen wir einen weiteren Trank. Nur nehmen wir diesmal dein eigenes Produktdesign. Soll ich dir dabei helfen? Ja komm, das machen wir jetzt auch noch. Bingo, fangen wir mit einer hübschen kleinen Rezeptur an, um dir die Grundlagen der Alchemie beizubringen. Klicke oben auf den kleinen Kessel-Button. So, jetzt kommt das, jetzt kommt das Wichtigste, wie wir eigene Tränke herstellen. Dies ist deine Alchemiewerkstatt. Hier kannst du Zutaten links in den Kessel geben, Mitte, und sie zu vermischen, um daraus Trankrezepturen herzustellen. Die stehen dann hier. Außerdem kannst du hier existierende Rezepturen laden bzw. verändern, unverändern bzw. automatisch Standardrezepturen aus verfügbaren Zutaten erschaffen. Aber lass uns Schritt für Schritt vorgehen. Das Spiel ist gerade sehr laut. Ich würde das mal ein bisschen runterregeln. So. Wir fahren einen Blick in die Alchemiewerkstatt. Siehst du links das Buch mit den Zutaten. Fahre mit der Maus darüber, um dir die Eigenschaften anzusehen. Ja, hier haben wir Tollkirsche. Das hat 4 Eigenschaften. Es ist ein Toxin, Wasser, Stimulanz
und Äther. Das sind die vier Eigenschaften von Tollkirsche. Ja, haben wir gemacht. Prüfe eine individuelle. Ja, haben wir auch gemacht. So. Wähle jetzt eine Zutat aus und ziehe sie in den großen Kessel in der Mitte. Hier passiert das Wichtigste. Okay, wir sollen jetzt Fliegenpilz hier entziehen. Fliegenpilz ist ein Toxin. Bestie, lecker und Stimulanz. Okay, das kommt jetzt hier rein. Jetzt wird gezaubert. Siehst du die Tipps über dem Kessel? Für eine gültige Rezeptur musst du ein paar Regeln befolgen. Zum Beispiel brauchst du immer mindestens zwei Zutaten. Wirf einen Blick auf die Alchemie-Tipps. Hier oben. Arkane Macht, 1 von 2 verbraucht. Okay. Jede Zutat, die im Kessel platziert wird, verbraucht eine Arkane Macht. Ungültige Rezeptur. Wo sind denn die Tipps? Lass mich raten, die Tipps sind hier hinter. Ich fürchte, ich kann mir die Tipps nicht ansehen. Okay. Müssen wir schauen, ob das nach dem Tutorial dann geht. Oder sollen das hier die Tipps sein? Rohzutaten besitzen oft unerwünschte Eigenschaften, die du im Endprodukt nicht gebrauchen kannst. Klicke jetzt auf eine Zutat, um sie zu verarbeiten. Okay. Also wir ziehen sie nicht rüber, wir klicken drauf. Das ist der Stinkhorn. Hier sind ein paar grundlegende Verarbeitungsoptionen. Später kannst du weitere freischalten. Probiere erst einmal diese aus. Klicke auf Abschließen, wenn du dich entschieden hast. Wähle eine Verarbeitungsoption aus und wende sie an. So, wir können hier einmal... Wir können sie einmal trocknen. Wir können sie blanchieren. Wir können sie zerstoßen. Und wir können sie einwecken. Und das macht dann halt einen Schnitt. Einen horizontalen Schnitt hier in dem Fall. Horizontal würde so bedeuten. Und schneidet halt was ab. Also das hier ist ein horizontaler Schnitt und wir behalten das obere, glaube ich. Ja, erhält obere Hälfte, genau. Und dann machen wir das mal. Dann erhalten wir hier Seele und abstoßend. Ja, das ist gut, weil Seele ist ein Element, wie wir sehen. Und das muss ja noch zugefügt werden. Und wir haben hier offensichtlich keine Seele drin. Doch, da ist doch auch ein Element drin. Aber was hat er gesagt? Wir brauchen zwei Elemente? Na egal, wir machen das jetzt mal. Zack. Jetzt ist das hier verarbeitet worden, blanchiert. Und jetzt haben wir das Ding hier. Klick auf Abschließen. Simpel, oder? Und auch noch praktisch. Jetzt folge den Hinweisen und nutze die Verarbeitung, um eine gültige Rezeptur herzustellen. Okay. Ja, befolge die Hinweise. Ja, wir fügen halt das Ding mal zu, würde ich sagen. Elemente hinzufügen. Wir haben ja jetzt Elemente hinzugefügt, oder nicht? Irgendwie habe ich es noch nicht so ganz geschnallt, glaube ich. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was los ist. Ich glaube, wir müssen das Ding nochmal bearbeiten. Ach so. Okay, wir können... Ah ja, alles klar. Das ist leider ungültig. Hier, da ist eine Essenz. Schaut mal, jetzt habe ich es geschnallt. Also, Fliegenpilz brauchen wir noch. Dann nehmen wir hier auch noch den oberen Teil einfach. Obwohl, warte mal. Das ist ja ein Toxin, dann ist es giftig. Machen wir so. Genau, erhöht die Trankwirkung um 1 und Äther. So. Aber wir haben jetzt zu viel drin. Wir können ja nur 2 einfügen. Das heißt, wir müssen eigentlich das erstmal wieder rausnehmen. Und dann packen wir das rein. Und jetzt haben wir nämlich eine Essenz drin. Und halt diese ganzen Zutaten. Stimulanz, Stimulanz, lecker. Bestie ist Haupteffekt. Toxin, okay. Trank der Monsterbeschwörung ist das Ganze dann. So, jetzt muss ich auf dem Markt bewähren, was keine leichte Aufgabe ist. Behalte die Attraktivität im Auge. Gut, 20%. Ich denke, mehr können wir momentan nicht erwarten. Der andere Trank hat auch 20%. Okay.
Sieh dir die Eigenschaften im unteren Bereich an. Ja. Mittlerer Bedarf, toxisch, gehört zur Hexerei und ist herzhaft. Wunderbar, es ist ein bescheidener Anfang, aber wir haben jetzt einen realisierbaren Trankentwurf. Klicke auf Rezeptur abschließen, um den Vorgang zu beenden. Gut, der Inhalt ist bereit. Widmen wir uns nun dem Äußeren. Wir werfen einen Blick auf die Behälteroptionen, Flaschen, Verschlüsse, Ornamente. Aktuell stehen dir nur einfache Korken und Tonkrüge zur Verfügung. Aber mit der Zeit wirst du weitere Optionen freischalten. So, dann schauen wir uns die Behälteroption mal an. Stufe Behälterqualität, sehen wir da. Okay. Qualitätsbewertung zeigt an, wie ansprechend das Äußere des Produkts ist. Neben der Wirksamkeit bestimmt sie das wichtigste Element deines Tranks, die Produktstufe. Also die Stufe ist 2,5. Und die Behälterqualität ist plus 1,2. Und die können wir vielleicht noch verbessern. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt... Ah, jetzt dürfen wir es selbst machen. So, probiere ein wenig mit den verfügbaren Entwurfsoptionen für Korpus, Hals, Verschluss und Farbe deines Behälters herum. Ja, schauen wir mal. Das sieht schön aus. Das nehmen wir so. Farbe können wir auch nehmen. Das ist jetzt ein Beschwörungstrank. Beschwörung finde ich so ganz gut. Und dann... Also Heiltrank ist natürlich klassisch rot, würde ich sagen. Gift ist grün. Mana blau. Für die Beschwörung, was nehmen wir da jetzt? Nehmen wir lila, komm. So. Individualisiere Flaschen. Entwurf haben wir gemacht. So, jetzt müssen wir noch den Pfeil drücken. Welchen Pfeil? Den hier, ne? Moment, erstmal, ja. Entwurf abschließen. Ah, ich muss den Trank noch benennen, selbstverständlich. So, Beschwörungstrank haben wir gesagt. Ich weiß, das ist unkreativ. Aber ich lasse es jetzt so. So, Entwurf abschließen. Da haben wir unseren Trank... Der erste Entwurf ist fertig. Bringe dein zweites Trankprodukt in den Verkauf. So, das schaffen wir jetzt aber selbst. Einer deiner Arbeitskräfte ist müde. Ihr wird bald die Ausdauer ausgehen. Wenn es soweit ist, lässt sie alle stehen und liegen und sucht das nächstbeste Teamquartier auf, um sich auszuruhen. Ist eine andere qualifizierte Kraft verfügbar, übernimmt diese im Fall automatischer Aufgaben den freien Platz. Wurde die Arbeitskraft allerdings manuell zugeteilt, musst du entweder warten, bis sie ausgeruht ist oder manuell eine andere Kraft zuteilen. Bei besonders dringenden und wichtigen Aufgaben, die du unbedingt erledigt haben willst, hast du die Möglichkeit, der aktuell zugeteilten Arbeitskraft über ihre Infotafel oder aus dem Registermenü eine Aufmunterung zu verpassen. Damit erhöhst du vorübergehend Ausdauer und Arbeitstempo, musst allerdings Magnatpunkte investieren. Eine Arbeitskraft kann nur einmal zwischen zwei Ausrufvorgängen aufgemuntert werden. Okay. So. Ja. Was hier los? Wir haben keine Tollkirsche mehr. Ja, stimmt. Tollkirsche wächst hier noch. Und was ist hier los? Genau, der Novize ist beschäftigt. Der pennt vielleicht gerade. Wo ist denn unser Quartier? Das ist die Kasse. Da können wir auch mal sehen. Hier oben wird halt eben verkauft. Und jetzt fehlt uns... Bürokraft mit Novize. Also, wir haben erstmal keine Möglichkeit zu verkaufen momentan. Also wird erstmal Novize Bürokraft eingestellt. Da haben wir zwei zur Auswahl. Das ist eine Klatschbase. Zauberhände. Produktschub. Ja komm, den nehmen wir mal. So, eingestellt. Dann kann jetzt auch endlich verkauft werden. So, nächste Warnung. Alchemist-Novize. Ja, sollen wir da noch einen einstellen? Ich weiß gar nicht, wo der andere gerade schlafen ist, weil wir haben doch gar kein Teamquartier, oder sind die irgendwo noch außerhalb? Okay, das ist scheinbar der Bereich, in dem wir komplett ausbauen können. Wo ist denn das Teamquartier? Ach, da oben! Da ist ja der Schlafraum. Und können aber nicht sehen, wer da gerade drin ist, oder? Naja. Offensichtlich war unsere Alchemistin drin. Die kann dann jetzt auch gleich weiterarbeiten. Was ist mit ihm los? Er hat hier oben auch so ein Symbol drüber. Jetzt ist es wieder weg. Es gibt zu jedem Mitarbeiter ausführliche Informationen.
läuft umher, niemand zugewiesen, aufmuntern, da ist das Aufmuntern. Die Ausdauer ist auch bald unten hier, 6 von 28. Erfahrung bis zur nächsten Stufe, täglicher Lohn, mürrische Stimmung. Kann man halt gucken, ob man die noch verbessert. Wahrscheinlich kann man da auch noch was für bauen. Und dann sehen wir hier die unterschiedlichen Bereiche, wo der Angestellte gut drin ist. So, und was er gerade macht, sehen wir hier auch. Der bringt gerade die zerstoßenen Tollkirschen zur Palette. So. Neuzugang, was haben wir hier? Kuriositätenladen. Alle Tränke haben eine um 20% erhöhte Chance, verkauft zu werden. Hm, okay. So, wir müssen über den Kocher den neuen Trank starten. Trank wählen. Wir wollen jetzt Monster herbei herstellen. Wir brauchen Fliegenpilz und zerstoßene Tollkirsche hier. Ist das so? Scheinbar ja. Genau, wir hatten das ja nochmal geändert. Wir haben das ja gar nicht blanchiert, sondern haben das dann linksrum geschnitten und dann ist es zerstoßen. Das ist gut, weil so haben wir nämlich dann auch schon das entsprechende Werkzeug. Für Blanchieren hätten wir mit Sicherheit noch wieder eine andere Maschine gebraucht. So, das stellen wir jetzt mal nach oben. Möchte ich, dass auf jeden Fall erstmal ein paar von hergestellt werden. Und wir können jetzt sagen, wie viele Bestandsziel. Und das sind dann, glaube ich, jeweils die Kisten, wo immer 12 Tränke drin sind. Ich denke mal, da machen wir erstmal auf 2 und hier stellen wir auch auf 2. Okay. Und wir können auch sagen, hier wiederholen. Also dann wird es eigentlich immer hergestellt. Aus der Schlange löschen, Produktschema kann man nochmal ändern und so weiter. Gut, das läuft jetzt aber. Dann nehmen wir die Pause wieder raus. Und dann müssen wir jetzt gucken, ob uns was fehlt oder nicht. So, hier wird jetzt, glaube ich, gerade geerntet. Das ist gut. Stinkkorn wird geerntet. So, jetzt ist der hier einfach eingeschlafen. Wahrscheinlich, weil uns ein Schlafquartier fehlt. Wir haben halt nur einen. Jetzt könnten wir eigentlich direkt einen neuen bauen. Können wir uns das auch mal anschauen. Konstruktion. Was haben wir hier alles? Also Raumkonstruktion. Wir können hier neue Kammern anbauen. Auch unterirdisch. Aber das ist, glaube ich, dann nicht Kammer, sondern Keller. Ja, da können wir Kellerräume herstellen. Oder bauen. Dann, na Moment mal, das muss ich mal eben. Dann gibt es noch Treppen, selbstverständlich. Die Stockwerke wollen ja gewechselt werden. Was haben wir noch? Hier haben wir verschiedene Herstellungsgeräte. Apfelmaschine haben wir schon eine. Anbaukisten, Einwecker, Gewächshäuser, Kessel, Kocher, Mörser, Paletten, Reinigungskristalle, Trocknungsofen. Dann haben wir hier für den Laden eine Kasse, luxuriösen Schrank, Wegweiser, kein Durchgang. Büro haben wir gar nichts im Moment. Forschung haben wir nur das Forschungslabor. Da können wir neue Dinge erforschen. Ich könnte mir vorstellen, auch wahrscheinlich neue Einrichtungsgegenstände. Teamquartiere. So, Schlafraum. 30 kostet der. Könnten wir hier noch einen hinstellen. Machen wir mal. Wir haben ja genug Geld. So. Das baut jetzt einer auf und dann muss der hier nicht im Stehen schlafen. Eine Arbeitskraft ist mürrisch und arbeitet nicht wie erwartet. Die Stimmung ist wahrscheinlich im Keller, weil die Arbeitsbedingungen im jeweiligen Raum unzureichend sind. Das nötige Stimmungsniveau sowie den erforderlichen Raumrang findest du im Arbeitskräftefenster. Weitere Infos zum Raumrang findest du im Raumfenster des jeweiligen Raums. Deko und Sicherheitsausstattung. Okay, dann schauen wir mal kurz. So. Ich glaube, die ist mürrisch. Ja, die ist ziemlich mürrisch. Mal kurz Pause. So, die Arbeitskraft benötigt einen Raumrang von 3. So, jetzt müssen wir auf den Raum mal schauen. Der Raumrang ist minus 7. Der Kocher zieht minus 10 ab, die Laterne gibt 3 dazu. Oh, wir können auch noch das... Ah, wir können das auch noch ändern. Ja, schaut mal. Es gibt unterschiedliche Designs, also erstmal nur 4 Stück, aber immerhin. Ja, das finde ich ja nice. Okay, lassen wir erstmal so und Background lässt sich auch ändern. Nicht schlecht. Hier bleibe ich auch erstmal beim Standard. Okay. Ja, wir müssen den Raum verschönern. Wo war die Deko? Da war die Deko. So, das Dekoregal erhöht den Raumrang um 8. Das ist natürlich cool.
Und das passt ja auch noch super hin. Das müsste eigentlich schon reichen, weil jetzt ist der Raumrang... Ah ne, das war ja minus 7. Jetzt haben wir ihn bei plus 1 und wir müssen 3 haben. Also brauchen wir noch ein weiteres Deko-Objekt. Was haben wir denn noch? Vielleicht nicht so teuer. Wir können jetzt mit der Laterne um 3 erhöhen, dann hätten wir genug. Aber wenn wir hier noch ein Produktionsgerät hinstellen, dann ist es schon vorbei. Ach komm, sind wir nicht so. Geben wir noch ein zweites Regal aus. So. Jetzt ist der Raumrang. Oh, scheinbar addieren die sich nicht. Oder müssen die jetzt noch gebaut werden? Nee, nee, nee. Hier, schaut mal. Die addieren sich nicht. Dann packen wir das dahin und bauen noch ein anderes Deko-Objekt und zwar ja, Laterne dann ja in dem Fall auch nicht, ne? Dann nehmen wir noch ein Deko-Regal hier und vielleicht noch eine rote Seelenmaske. Jetzt ist der Raumrang plus 9. So, die erhöht den Raumrang um 3. Ja, Laterne plus 3. Ist halt nur einmal in der Liste. Okay, wissen wir Bescheid? Räume lassen sich nicht beliebig mit dem gleichen Deko-Gegenstand verbessern. Aber jetzt ist auf jeden Fall die Anforderung hier erledigt. So, was ist mit dem los? Der geht hier unzufrieden. Der hat keine Lebensmitteltränke gefunden, okay. Ja, die haben wir halt nicht. Der hat was gefunden hier. So, Umsätze. 40. Können wir eigentlich festlegen, wie teuer der Trank ist? Es geht doch bestimmt über den Schrank, oder nicht? Nicht wirklich. Wir können den Preis wohl nicht selbst festlegen, wie es aussieht. Tagesbericht. Der erste Tag ist vorbei. So, das sind, glaube ich, unsere Kunden. Wir hatten... So, wir hatten... Oh Gott, wir hatten... Also bei Wachen. Wir hatten Wachen als Kunden und 7-mal wurde im Laden nicht das Gesuchte angeboten. Wir hatten Zauberer als Kunden. 6 Stück. Potenziell sind 25 übrigens. 6 hatten wir als Besucher. 2-mal Aktionspunkte verbraucht, ehe es zum Kauf kam. Na, schade, die Schränke im Laden waren zu voll. Was? Die Schränke im Laden waren zu voll? Okay. Und 3-mal Tränke gekauft, hier Genie Spirits. Okay. Dann haben wir Hexen, da hatten wir 4 Ladenbesucher. Nichts gekauft, Aktionspunkte. Ja, das war wahrscheinlich, weil wir keinen Bürokraten hatten. 2 Tränke verkauft. Und bei den Schurken, da hatten wir 8 Besucher. Die haben 8-mal nicht finden können, was sie kaufen wollten. Und das ist unser Haus hier. Eigentlich hatte ich das Haus Wolfsherz genannt, aber er hat es nicht übernommen scheinbar. Aber gut, so. Ich klicke gerade nochmal so ein bisschen sinnlos herum, offen gestanden. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo noch den Trank verändern kann. Da kann ich den Verkaufspreis ändern. Dann sinkt die Attraktivität irgendwann. Aber den hier hätten wir noch einen höher setzen können. Umkämpft. Ah, okay. Ein Rivale hat ein überlegenes Produkt dieses Typs im Angebot. Bestienritual mit 21% Attraktivität. Ja, und dann ist wahrscheinlich unser Preis zu hoch. Und darum sinkt die Attraktivität hier. Ah, gut, okay. Aber wir können die Preise auf jeden Fall anpassen. Das ist schon mal gut zu wissen.
Gut. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um die Herstellung. Ah, Monster herbei. Wir haben schon welche da. Dann brauchen wir nur noch einen Schrank. So. Laden. Luxuriöser großer Schrank. Schwuppdiwupp. Bestätigen natürlich. Und dann müssen wir es noch ausstellen. Dann kriegen wir auch noch 100 Geldbelohnung hier für diese, für dieses Ziel, das wir hier hatten. So, Monster herbei. So, tolle Neuigkeiten. Du hast soeben dein erstes Ziel erreicht und direkt ein paar neue freigeschaltet. Ziele sind in drei Kategorien eingeteilt, die du dir jederzeit über die Ziele-Seite im Register ansehen kannst. Wirf einen Blick auf die Seite Ziele im Register. Machen wir. So, Pfad des Ruhms, Pfad der Dienstbarkeit, Pfad des Wissens. Ja, sehr nett. Versorgungslager, Apotheker, Magier. Ja, guck mal, hier haben wir schon ein Ziel fertig. Wir sollen jetzt noch eine Kiste Hexereitränke verkaufen, dann ist das schon erledigt. Das ist also eh schon bald abgeschlossen, würde ich sagen. Das ist doch gut. Okay, Apotheker. Entwirf einen Trank, der zur Abteilung Heilung gehört. Ja, das würde ich gerne machen. Dann müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Was ist hier los? Ich glaube, wir brauchen nochmal einen Unterstützer, weil Alchemist, ja, wir brauchen von allem noch mehr. Ich denke aber, wir können es uns leisten, jetzt nochmal ein paar Leute einzustellen. Also nochmal einen Unterstützer. Ja, komm, noch einen Betreiber. Was ist das hier? Diva, erforderlicher Raumrang um 10 erhöht, um Gottes Willen. Dann nehmen wir lieber den hier, der ist tough, der hat auch noch erhöhte Ausdauer. Was ist das denn hier? Das ist eine Diva und genügsam. Erforderlicher Raumrang um 10 erhöht und um 10 verringert. Das gleicht sich also aus. Aber die ist halt schweineteuer. Ach, das ist auch ein Adept. Das ist kein Novize, der ist schon eine Stufe höher. Darum ist der teurer. So, Novize reicht uns aber erstmal. Einstellen, zack, so. Jut, wie viel Personal haben wir denn jetzt eigentlich? Schauen wir mal kurz. Also wir haben einen Alchemisten, wir haben zwei Betreiber, eine Bürokraft, Greaser skill is required in construction and ingredient cultivation as well as increases movement speed. What? Da sind jetzt alle drin irgendwie. Okay, und Manager. Okay. Okay, also scheinbar haben alle auch den Greaser-Skill. Zumindest alle Angestellten scheinen den zu haben. Und wir haben auch einen Unterstützer, der immerhin Manager-Skill hat. Wozu das auch immer gut ist. Ich meine, da sieht man es ja in der Punkteübersicht, ne? Der hat da Greaser und Manager. Ja, okay. Das sind also nicht die Berufskategorien, das sind die Fähigkeiten. Operator. Ja, der hat Operating. Der hat Operating. Naja, passt schon. Okay, so. Weiter geht's. Pause wieder raus. So, ein Trank, der zur Abteilung Heilung gehört. Das, finde ich, können wir mal versuchen. Gehen wir mal in die Alchemie und schauen mal. Also das kommt erstmal raus, das kommt erstmal raus und dann schauen wir mal, was wir so haben. Auf Lager. Alle. So, den haben wir geschnitten. Müssen wir erstmal wieder rückgängig machen. So. Was haben wir mit Heilung? Gar nichts mit Heilung. Wir müssten dann wohl irgendwie mal neues Kraut uns holen. Das heißt, wir gehen mal hier raus. Und jetzt muss ich mal schauen. Hier können wir, wir können einstellen, was wir auf den Paletten lagern wollen. Das ist grundsätzlich mal nicht schlecht. Können wir sehr genau einstellen, können auch kopieren.
Sehr schön, okay. Zwei Paletten haben wir übrigens. Aber wo kann ich jetzt nochmal Tränke kaufen? Zutaten. Segmente, Produkte, Ziele, Fraktionen. Es hieß doch, die besuchen uns manchmal. Jetzt auch noch nicht gesehen. Hier sind Nachrichten. Vielleicht ist ein Forschungslabor ganz sinnvoll im Moment. Das kaufe ich mal eben. Kann nämlich sein, dass wir das erst noch irgendwie freischalten müssen. Weil ich sehe zumindest hier nicht die Möglichkeit, neue Sachen herzustellen. So, da arbeitet... Ach, Dale Duchovny. Kroneninspekteur. Der König hat dir dieses Stück Land überlassen, in der Hoffnung, dass dein Haus irgendwann zum königlichen Tranklieferanten aufsteigt, dem offiziellen Hofversorger und damit den Gipfel der Welt der Alchemie erreicht. Doch nicht nur du willst dieses Ziel erreichen. Um in diesem Rennen die Nase vorn zu behalten, musst du schnell handeln. Deine erste Prüfung besteht darin zu beweisen, dass du deines Geschäftes würdig bist. Folge dafür einem Ziel deiner Wahl und verkaufe 30 Kisten mit Tränken. Eieiei. Okay, gut, das passiert ja, ich sag mal, automatisch. So, Forschung wählen. Jetzt kommt's. So, heiliger Strohsack, so viele Möglichkeiten. Dieser große Forschungsbaum umfasst drei Technologiezweige, und zwar für Flaschen, Produktion und Möbel. Jeder erhält mehrere Forschungsziele, die du nacheinander freischalten kannst. Jeder Eintrag liefert Informationen über das jeweils nötige Arbeitspensum, den Preis in den Magnatpunkten sowie freigeschaltete Belohnungen. Fahre mit der Maus über ein Ziel, um genaue Infos zu erhalten. Gut, okay. Schauen wir mal. Ja, das ist einiges für ein Spiel. In dieser Art finde ich das schon mal sehr gut. Schauen wir mal bei Herstellung oder bei Möbel. Marketing-Schreibtisch, Buchregal, singende Kröte, Laborbedarf, Zutatenregal, Alchemie-Schränkchen, Alchemie-Labor, Verkaufsplakat, zeig deinen Kunden, wo sie bestimmte Trankabteilungen in deinem Laden finden. Okay, das ist auch ein Wegweiser. Nur ein Verkaufsstand, Ladepalette. Ah, da. Sämtliche auf dieser Palette gelagerten Waren werden automatisch in eine angrenzende Maschine geladen. Wow. Seht ihr, wo die Reise hingeht? Fortgeschrittene Maschinerie, Wassertrank. Verringert das Arbeitspensum aller angrenzenden Maschinen, die Wasser benötigen. Nett. Ein Infundierer macht aus aktiven und ruhenden Zutaten infundierte Zutaten. Tauscht Essenz gegen die Essenz und die Essenz gegen die Essenz. Okay, nett. Ein Fermentierungstank. Feine Tonware. Flaschenverschlüsse aus Knochen, sehr schön. Feine Tonware. Verfeinerung hier. Schaut mal, Korken verziert mit hübschen Figuren. Glasherstellung, einfache Glasflaschen, erhöhen die Behälterqualität. Es gibt ja wirklich ziemlich viel. So, was haben wir denn hier? Also hier gibt es erstmal eine Belüftung für mehr Arbeitssicherheit. Verbessert die Belüftung in Produktionsräumen. Erhöht den Raumrang um 12, das ist nett. Sicherheitszone schafft eine Sicherheitszone zwischen den Produktionsmaschinen. Ja, ich glaube, ich nehme mal hier die Bürogrundlagen. Marketing-Schreibtisch, das hört sich gut an. 15 Magnatpunkte investieren wir jetzt. Und jetzt muss da einer arbeiten. Und wer arbeitet da nochmal? Ein Alchemist.
Ja, dann müssen wir aber noch einen einstellen. Hoffentlich ist noch einer da. Ist leider keiner da. So, warte mal, das ist doch ein Gast. Warum sind die jetzt nach oben gegangen? Das musste ja gar nicht. Das können wir ja eigentlich mal im Wegweiser versuchen zu verhindern. Muss ich mir nochmal durchlesen, wie das jetzt genau hält Kunden davon ab, in die vorgegebene Richtung zu laufen. Okay. So, und der ist jetzt rotierbar, heißt es. Aber wie rotiere ich den? Magierziel erfüllt. Beschaffe Saatgut für eine Zutat deiner Wahl. Wo habe ich denn jetzt Saatgut beschafft? War das vielleicht Belohnung für irgendwas? Oh mein Gott. Mit R. So, jetzt gehen da keine Besucher mehr hin. Denke ich mir. Ja, die ist da nicht weitergegangen. Das ist schon mal gut. Jetzt ist die Frage, kann ich denn auch verhindern, dass die hier nach oben gehen? Macht eigentlich Sinn, das dann hier hinzumachen, ne? So, nicht nach oben. Und nach unten ja auch nicht. Ich kann ihn jetzt nicht rotieren. Ich muss ihn erst platzieren. Jetzt kann ich ihn rotieren. So. Nicht nach oben und nicht nach unten gehen. Ach, jetzt ist der eine weg. Die scheinen sich gegenseitig auszuschließen. Aber ich will ja beides verhindern. Ah, es geht doch. Keine Ahnung, warum ich das gerade nicht richtig... So, jetzt müssen wir darauf achten, ob wirklich noch ein Gast nach oben oder unten geht hier. Das war jetzt ein Gast, aber der war schon oben. So, der geht jetzt nicht mehr nach oben oder unten. Ja, das scheint zu funktionieren. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja, das läuft doch soweit. Okay. So, ich habe irgendwie ein Saatgut jetzt bekommen. Jetzt muss ich mal schauen, was für ein Saatgut ich bekommen habe. Produkte. Entschuldigung, nicht Produkte, sondern Zutaten. Wir haben keine Zutaten bekommen. Das ist alles, was wir schon hatten. Saatgut. Ah, wir haben Todes... Doch, da. Todeskappe-Saatgut. Okay, das ist ein Pilz. Für den Pilz brauchen wir eine Anbaukiste. Anbaukiste... Ich glaube, wir müssen schon anbauen hier. Also, pass auf, dann bauen wir erstmal an. Machen wir erstmal eine Treppe. So. Dann machen wir einen Keller. Ja, habe ich mir gedacht, dass die Konstruktionsgrenze überschritten wird. Ich frage mich nur, wie die das hier gemacht haben. Weil da scheint ein kleiner und ein großer zu sein. Kann man da denn noch was ändern? Sechzehn mal sechs.
Also größer, kleiner kriege ich hier schon mal nicht hin. Was ist denn das hier für ein Raum? Ach, das ist Herstellung. Ah. Und das? Raumzweck Keller. Ah ne, das ist nur der Zweck. Keller ist das alles. Oder? Bauen das erstmal. Ja, warte mal. Ich will... Nee. Stopp. Jetzt geht's nicht mehr, ne? Doch, ich kann's nur abbrechen. Ah, nee, warte mal. Abbrechen. Nicht abbrechen. Kammer. Oberirdisch. Unterirdisch. Ja, gut, ich meine. Keine Ahnung, wie die das hier gebaut haben. Laden. Keller. Herstellung 11x6. Ah, schaut mal. Tata. So geht's, ne? Das war natürlich jetzt ganz schön teuer, ne? Aber egal, das machen wir jetzt, das gönnen wir uns jetzt, ne? Und dann möchte ich gerne nochmal so einen Pflanzraum hier unten machen. Machen wir das hier, hier passt mehr rein. Können wir die Sachen hier eigentlich vielleicht runterstellen, diese ganzen Pflanzräume. Und dann hier oben mehr Produktion machen. Lager vielleicht auch eine Etage tiefer. Das ist, denke ich mal, nicht die schlechteste Idee. Komm. Zack. Moment. Bauen. Scheinbar kann ich ihn nicht verschieben. Doch, muss gehen. Muss gehen. Anbaukiste. 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 Gewächshaus. Gewächshaus. So. Achtung, dir geht das Geld aus. Nehmen deine Finanzen zu stark ab, kannst du weder Einkäufe tätigen, noch neues Zubehör bauen oder Gehälter bezahlen. Ei, die Gehälter, die habe ich vergessen. Zum Glück gibt's eine schnelle, einfache Lösung. Blättere im Register auf deine Seite Umsätze und nimm einen Kredit auf. Du hast genug Zeit, ihn zurückzuzahlen, wenn die Krise überstanden ist. Ja, noch finde ich, ist es okay. Noch finde ich, ist es okay. So. So, Zutat wählen. Einmal Todeskappe. Stinkhorn wählen wir schon mal aus. Wir haben aber das Bestandsziel erreicht. Ja, okay. Interessant. Wer hat denn das Bestandsziel festgelegt? Egal, dann machen wir hier noch... Haben wir nicht. Müssen erst hier einmal ernten, glaube ich. Da kann ich das Bestandsziel auswählen. Also.
Ah, hier kann ich einen Arbeiter gezielt zuweisen. So, jetzt können wir die hier unten hinpacken. Okay, jetzt ist der Anbaubereich unten. Dann können wir hier oben diese Dinger noch verkaufen. Ach, jetzt kann ich sie bewegen. Ah, interessant, okay. Ja, passt auf, in dem Fall. Ne, ich verkaufe sie. So, und jetzt, das kann ich scheinbar nicht bewegen. Weiß ich nicht warum, aber gut, das ist jetzt auch nicht die allerwichtigste Priorität. So, Tollkirsche fehlt, ja. Wir haben nur zerstoßene Tollkirschen momentan. Wir müssten vielleicht mal sagen, dass man hier ein Bestandsziel von... Warte mal. Wir haben doch drei. Ne, wir haben nur zwei, okay. Vielleicht baut man nochmal Tollkirsche an, aber haben wir nicht. Man könnte jetzt, wenn wir noch zweimal, noch ein zweites Mal Samen hätten, könnten wir Tollkirsche nochmal anbauen. Was mich wieder zu meiner Frage führt, wo kann ich Samen herbekommen? Startbericht für Monster herbei. Momentan die beste Wahl, Mondlaterne. Der Start war ein mittelgroßer Erfolg. So, Ruhm erhöht, 4% für 2 Tage. Okay, da sind offensichtlich auch Rezensionen, die erstellt werden. Silvian Ascher. Ich hörte, dein mickriger Laden hat nur eine Hexereiabteilung. Pah, jeder weiß, das Haus Ascher stellt die besten Tränke her. Forderst du mich ernsthaft heraus? Okay. Und Dame des Mondes, VIP-Hexen. Bald ist Vollmond. Was bedeutet, dass ein paar wichtige wichtige Versammlung bevorsteht. Wenn du uns ein paar Kisten deiner besten Zaubertränke liefern würdest, wären meine Schwestern und ich nur allzu gern bereit, sie zu testen. Typ Hexerei, Zielmenge eine Kiste, Zielstufe 1, Frist 3 Tage. Schaffen wir. Machen wir. Annehmen. So, können wir auch, glaube ich, machen. Versandbereit. So, direkt ausgeliefert. Vielen Dank für die Lieferung. Die Versammlung verlief glänzend. So, was? Jetzt können wir uns eine Belohnung aussuchen. Zufälliges Artefakt. Sag allen, wie großartig unser Haus ist. Oh, Magnatpunkte. Wir nehmen mal die Magnatpunkte. So. Zerstoßene Tollkirsche kommt. Die ist eigentlich verfügbar. Aber keine normale Tollkirsche. Todeskappe haben wir jetzt einmal da. Was wir brauchen, ist mehr Samen. Oh, ohne Zutatenhändlerin. Meine Karawane ist eben mit massig neuen Waren eingetroffen. Die kommt wie gerufen. Welch ein Produkt, ein Fest für die Augen. Pluteus-Sporen. Feuer, Äther, Toxin. Mal Pluteus-Pilze züchten. Das ist ja schön und gut. 110 kostet das. Nee, danke. Wir haben gar keine Fliegenpilze eingesetzt. Wir haben noch Saatgut für Fliegenpilz. Wo haben wir das denn herbekommen? Pflanzen wir auf jeden Fall ein, so. So, was haben wir noch? Tollkirsche haben wir auch. Ist nicht eingesät. Hier ist doch die Tollkirsche. Ach, das ist Todeskappe. Oh Mann, Leute. Okay, doch, Tollkirsche muss doch hier rein. Okay, ich bin verwirrt. Also, jetzt haben wir Bestand 6 gemacht. Jetzt müsste es dann laufen. Dann kriegen wir auf jeden Fall neue Tollkirsche. Ich dachte, ich hätte es ausgewählt. Habe ich aber nicht. Jetzt ist es eingepflanzt. Gut, Leute. Ihr seht schon.
Potion Tycoon. Da gibt es auf jeden Fall jede Menge zu tun, jede Menge zu entdecken. Ich weiß gar nicht, ob die Forschung schon fertig ist. Sieht so aus, jo. Das heißt, wir können jetzt einen Marketing-Schreibtisch bauen. Das gucken wir uns auch noch eben an. Aber nur ganz grob. Das wird Büro sein. Jo, Marketing-Schreibtisch ermöglicht Marketing-Aktionen. Ja, vielleicht stellen wir den mal hier unten hin. Was ist los? Ist er zu teuer? 100 kostet er. Kann ich nicht platzieren. Warum? Keine Ahnung. Aber egal. Die Stunde ist rum. Das angespielt auch. Potion Tycoon von Snowhouse Studios oder Snowhouse Gaming und Daedalic. Ein schönes Spiel, wie ich finde. Ist erhältlich auf Steam im Early Access. Link ist in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.